Jetzt ist aber Ruhe. Es geht gleich los. Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder da seid. Mehr als 100 Organisationen haben jetzt in einem Briefchen an den Bundeskanzler Scholz betont, dass sie ihren Einsatz gegen rechts bedroht sehen. Die überwiegend in Ostdeutschland aktiven Organisationen fordern die Regierung zu einer raschen Reform des Gemeinnützigkeitsrechts auf. So, genau so schreibt es der Deutschlandfunk. Ja, man könnte den Eindruck gewinnen, dass es langsam dem Ende entgegengeht, dass bald Schluss ist mit dem von der linksgrünen Regierung organisierten Krampf gegen rechts. Schade, doch die Wahlergebnisse wie auch die Wahlumfragen erteilen der aktuellen demokratiefeindlichen Behandlung einer legitim demokratisch gewählten Opposition eine Absage. So ist es doch sehr wahrscheinlich, dass eine vom Steuerzahler bezahlte Truppe, die es auf die Opposition abgesehen hat, unter einer echten demokratischen Regierung keine Zukunft hat und somit das Ende des Kampfes gegen rechts bzw. gegen alles, was nicht links ist, eingeläutet wird. In dem selbsternannten linken Kämpfer für die Demokratie fällt es schwer, ohne eine entsprechende Finanzierung auf die Opposition, genannt die rechte Gefahr, einzudreschen. Ist es doch ähnlich wie bei den Themen Klima und Migration, ein Mittel zum Zweck zur Versorgung von linken und grünen Zivilversagern, die sich in diesen vom linken Staat finanzierten Organisationen ein gemütliches Nest gemacht haben. Nun gut, rein theoretisch könnte der Kampf gegen die imaginäre rechte Gefahr auch ohne finanzielle Unterstützung der Regierung weitergehen, denn schließlich haben auch zum Beispiel die Corona-Demonstranten ihren Kampf ohne staatliche Finanzierung geführt. Dieses echte Engagement für Demokratie und Freiheit benötigte keine Finanzierung des Staates. Im Gegenteil, man musste sich mit von der Regierung organisierten und von den Staatsmedien befeuerten Gegendemonstrationen auseinandersetzen. Gegendemonstrationen von einer Klientel, die von der aktuellen demokratiefeindlichen Politik direkt oder indirekt profitieren, die nicht das Wohl und die Freiheit der Gesellschaft, sondern ihre eigenen Freunde verteidigen und für Organisationen kämpfen, die ohne den Kampf gegen rechts, fürs Klima oder auch ohne Migration keine Daseinsberechtigung hätten. So haben sich in unserem Land Organisationen entwickelt, deren erfolgreiches Geschäftsmodell zusammenbricht, wenn dem Volkeswille Genüge getan wird und zum Beispiel die Flüchtlingsflut gestoppt würde. Es haben sich regelrecht Industrien gebildet, die abhängig von einer linksgrünen Politik sind und aus diesem Grunde an ihr kleben. Auch die vom Staate versorgten öffentlich-rechtlichen und anderen Staatsmedien haben berechtigten Grund zur Sorge. Ist es doch sehr wahrscheinlich, dass nach der Wiedereinführung einer wahrhaftigen Pressefreiheit, nach der Beendigung des staatshörigen Haltungsjournalismus, viele Verlage und Sender verschwinden werden. Sind doch diese großen Sender und Verlage ein Relikt aus der Vergangenheit und wären ohne die Unterstützung der Herrschenden längst in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Sie wurden künstlich am Leben erhalten und wären schon längst abgelöst von unabhängigen freien Journalisten in den sozialen Medien. Ja, so ist das. So gesehen ist die Angst dieser mehr als 100 Organisationen, die jetzt unter Angstschweiß den Kanzler kontaktieren, durchaus berechtigt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.